Hallo und willkommen zurück zu Trommelwirbel, nein, Ark Survivors Evolved. Und mit mir der Selina und Dem Tiwan, hallo zusammen. dem kleinen Tiefern. So wie versprochen fliegen wir heute in eine neue Region, die wir noch nicht kennen. Ich zeige euch das Ganze auf der Map mal. Wir sind jetzt hier in der Wüste und wir wollen jetzt einfach von der Map aus nach rechts. Da ist nämlich noch ganz viel, was wir noch nicht gesehen haben und da wollen wir heute mal hin. So, also auf geht's. Frau Flieg. Teleporter habe ich auch am Start, falls wir irgendwas Also Geiles Schatzi, finden. damit du Bescheid weißt, ja, oben links, ganz oben links muss jetzt ein E stehen. Also wir fliegen nach Osten. Ja, Ist das steht's doch. okay für dich? Steht's doch. Okay. Da hinten zu Nee, den nur damit Bäumen. du Bescheid weißt. Genau. Zu den Verrotteten. Deswegen, da waren wir nämlich noch nicht. So, siehst du, und jetzt fliegst du nämlich direkt über diese Oase, wo ich eigentlich meinen Wüstenspawn hinhaben wollte. Okay. Oh, ist das ein Hyäna drin? Nee, ein Das Rehwürger. Problem ist, Schatzi, da unten sind halt wieder Viecher. Weißt du, und da oben, wo wir jetzt sind, Wollen wir sind vielleicht viele mal zu Viecher. den Loot fliegen? Das ist halt ein Weißer. Echt? Sieht aus wie Gold. Nee, ist ein Weißer. Aber wir können mal dran vorbeifliegen und vom Weiten mit dem Spyglass, spyen. Nee, Schatz, da ist 48 Stroh, Holz, Stoffhandschuhe und Ja, so ich weiter. seh's gerade. Okay, trifft mal ab. Also. So, ihr Lieben, wir sehen's. Ah, das da hinten. Fliegen wir auch dran vorbei. Also es ist halt schon eine Weile zum Fliegen. Ja, Vielleicht werden wir du sogar darfst nicht vorbeigabt. vergessen, Schatzi, du darfst nicht vergessen, du bist A schneller und kannst länger, ne? Du hast einen großen Vogel, ich nicht. Tja, ich habe einen Tja. großen. Ich kann A schneller und B länger. Aha. Da war sie wieder, die typische Selina. Ich setze mich da mal hin. Ja, ich möchte eigentlich auch noch einen schönen großen Vogel haben, ne? Ich habe euch das ja gar nicht gezeigt. Argentaris. Ich habe euch gar nicht gezeigt, dass ich neben einem Megalosaurus getamed habe. Ach ja, da war ja was. Das ist so passiert. Ich war in der Wüste unterwegs, zum Sammeln und so. Oh ja, gibt es auch Haufen Argentavis, ne? 15er, 95er. Da Machst du unten da hinten hat's. noch Pause? Ich sitze hier Ach, oben auf da. dem Stein, über Ah, dir. okay. Okay. Da hinten. Oh, ein Känguru da hinten, geil. Ein Kangaroo. Da ist ein Carnosaurus, auch nur 25. So, können wir weiterfliegen? Sabertooth hat uns. Kommt der jetzt hier hoch? Nee. Nee, der kommt nicht da hoch. Ja, du kannst schon vorfliegen. Ich komme hinterher. Ja, aber ich kann doch schneller und weiter. Hier ist auch nochmal ein Brunnenplatz. Oh, guck mal, da ist noch ein Carnosaurus. 45er und 25er. Die sind ja immer im Dreier gespannt. Echt? Nee, eigentlich nicht. Doch, ein Leittier und zwei andere. Okay, auch nicht schlecht. Ist mir bis jetzt immer so aufgefallen. Bist du? Ah, hallo. Ein 135er Schatz, was hältst du davon? Na, nicht schlecht, aber da haben wir jetzt nicht drauf abgesehen. Wir wollten in die neue Region. Oh, hier ist ein Basilisk. Flieg mal einen großen Bogen drumherum. Okay. Großer Bogen Also, hört sich immer gut an. Basilisk habe ich rausgefunden, ist eine Schlange. Ja, Eine das große ist böse Schlange. normal. Müsstest du eigentlich von Conan Exiles kennen? Ja, ich habe ganz ehrlich, ich weiß nicht, was in meinem Kopf die Vorstellung. Ach, egal. So, wir hätten von den schwebenden Inseln hätten wir auch runterfliegen können. Das wäre näher gewesen. Ja, ist mir auch gerade so. Aber so decken wir auch ein bisschen die Map auf. Wir wollen ja auch die Map aufdecken, ne? Ja, Also, ich also habe da voll Bock drauf. ich bin ja hier über dem Wasser schon lang geschwommen. Um Biberdämme Kannst du da zu vorne denn ersuchen. mal am Felsen oben ein bisschen Pause machen? Geil, Jo. jetzt kommen wir. Ist das Kann hier das sein. Dschungelbiom? Das soll ja auch, ne, sehr. Oder unten ist nochmal Basilisk, oder? Ich glaube. Oh, 90er, alter Falter. Ich glaube, hier in den Dschungelbiomen gibt es oder so eine Menge Basilisken. Das heißt, am besten irgendwo oben, denn eine kleine, einen kleinen Außenposten hier baut. Ach, willst du das? Weil das ist ja eigentlich gleich hier. Haben wir hier Naja, nicht schon was? nicht. Warte, ich muss Ah, mal kurz auf. okay, ich sehe, wo wir sind. Ja. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Ja, Ich ach bin du nämlich, Scheiße. Also ich würde jetzt ganz, wenn du auf die Map guckst, also weit wie möglich noch nach Osten. Genau. Hier nach Genau. Osten weiter rein. Genau. Und dann irgendwo schön an der Eck vielleicht einen
Dings bauen. Aber ich würde jetzt. Ja, so zwischen Dschungel und den kaputten Bäumen. Geil. Mobbst du mich? Nein. So, heute natürlich eine schöne Erkundungstour. Das ist ja auch immer was Tolles. Deswegen ist es halt vielleicht für euch interessanter, wenn wir mehr die Map abfliegen und euch dann so ein bisschen die Biome zeigen, was es ja alles so zu entdecken gibt, als wie wenn wir jetzt stundenlang hier Material farmen und da ein bisschen rumbauen. Oh, guck mal, hier oben eine Quatze. Schatz, ich muss dich echt mal jetzt unterbrechen, ja? Weil mein Programm ist abgestürzt und Okay. Wir müssen jetzt mal hier landen, damit ich OBS neu starte. Okay, Leute, ihr habt's gehört, bei der Sally ist das Programm abgestürzt. Wow, was für ein geiles Programm. Bei mir gibt es dann einen kleinen Cut. Ja, den wird es bei mir auch geben, sobald die Sally wieder da ist. Ich stelle mich jetzt nur kurz zu dir. Und Freunde, ich sagte mal, bis gleich. Ne? Also für euch gibt es einen kleinen Cut, für uns ein paar Minuten warten. Und dann geht es gleich auch weiter. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und fliegen auch gleich weiter. Genau. Wie gesagt, für euch einen kleinen Cut, für uns 2 Minuten kurz warten. Und ja. Kleine Trinkpause. Weil wir sind ja einmal quer durch die Wüste, ne? Ach, übrigens ist ja heute die Sonntagsfolge. Wir wünschen euch allen einen schönen Sonntag, ne? Entspannt schön, weil ab morgen geht es ja wieder andersrum. Das muss auch mal gesagt werden. Und deswegen heute eine schöne, chillige Runde hier durch ein bisschen Erkundung, mit ein bisschen Rundflug. Ah, da kriegt man das Pilzholz. Wow, ich kann nicht mehr sprechen. Da kriegt man das Pilzholz raus. Diese Frau, herrlich. Cool. Ui, was haben wir da? Ich hab eine Axt. Wenn du mich beschützt, dann hole ich da was raus. Ja, aber nee, bitte kein Pilz raus. Was? Ja, ich beschütze dich. Wo hole was raus? Pilzholz! Wir kriegen Pilzholz! Selzener Pilz noch rausgekriegt. Selzener Pilz. Ja, ich kann mit meinem Katana das auch machen. So, was hast du jetzt davon? Mhm. Du kriegst wahrscheinlich mehr raus, aber ist mir jetzt auch egal. So, wollen wir weiter? Bei mir spackt es gerade ein bisschen rum, warte mal. Pack doch mal die scheiß Axt weg, Kollege. Wieso packt der die Axt nicht weg? Jetzt stürzt dein Programm ab. Nein, mein Programm stürzt nicht ab. So. Okay, wir haben schon mal ein bisschen Pilzholz. Das heißt, wir müssten ja irgendwo hier in der Nähe, wo das Pilzholz spawnt, müsste man sich... Der Baum ist ja Wahnsinn, oder? Ich glaube, wir haben unsere Basis, oder? Ja, direkt da oben auf dem Baum, oder? Hier ist so eine kleine Plattform. Weiß ich nicht. Nee, hier ist hier so eine schöne Plattform. Hier könnte man ein richtig schönes Fundament aufbauen. Könnte man. Also, es ist jetzt nur so eine kleine Idee. Lass mal ein bisschen hochfliegen und oben auf den Baum gucken. Okay, wir fliegen mal ein bisschen hoch. Alter, ist das ein Mordsbaum. Nee, lass mal hier. Guck mal, hier ist eine riesen Plattform. Hey, wo da bist sind auch viele Tierchen. Direkt vor dem Baum ist eine Plattform. Hey. Boah, da ist ein Wasserfall. Ach da, ich sehe. Oh, auch wieder mit dem Wasser, ne? Hier. Hm. Okay, ja, aber die Plattform ist ziemlich schräg, die ist nicht gerade. Oh, ich höre Wasserrauschen. Hm. Oh, wie nice das doch ist. Was haben wir da unten? Ein Tirizio-Saurer. Hier ist was Grades. Komm mal hier, wo ich bin. Komm. Hier ist doch nice. Hier hätte man auch gleich Pilzholz in der Nähe. Bist du runter? Ja, ich bin noch ein Stück weiter runter. Du musst mal vorkommen. Du bist immer noch da hinten. Mach. Warte mal, wo ist er denn? Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Ich hab dich aber gesehen, du bist in die andere Richtung wieder geflogen. Jetzt guck ich, wo sie ist. Jetzt ist sie. Na, egal. Da. Ich bin weiter unten. Hier, komm. Hier, rechts, links von dir. Da, siehst du mich. Und genau rechts, hier links. Oben. Rechts, links, unten, oben, hinten, vorne, was? Hier. Also hier das. Hier auf diese Plattform. Diese schön gerade, kann man was Schönes draufbauen. Hier muss ja nichts Großes, ne? Einfach nur was Schönes, wo ein bisschen Landeplatz mit Vögeln ist. Ja, ist ja nur für Zwischenwald. Oh, hier drüben hat es auch wieder so einen schönen großen Wald, ne? Oh, ich mag das ja, diese Wälder in den Spielen, ne? Die sind so mystisch und geheimnisvoll. Sehr, sehr schön. Was ist das da unten? Oder mal. Vogel, dreh dich mal. Ich will da gucken, was das ist. Bestimmt Diplo oder so, ne? Ne, im Baryonyx, okay. Können wir weiter zu den toten Bäumen? Also willst du hier keine Basis bauen? Na, jetzt nicht. Okay, wo bist du denn?
Weiter, auf dem Pilz stehe ich. Auf was für ein Pilz? Na, da, wo die Pilze waren. Die großen Pilz, Holzpilze. Fliege einfach weiter geradeaus nach Osten. Ja, warte, ich muss jetzt mal gucken. Warte mal, wo ist das? Ah, nee, das ist Süden, Süden. Westen, Das ist Osten. Norden, Osten. Da ist Osten. Also siehst du, von wegen Osten. Ja, sehr gut. Falsch geflogen. Naja, ich sehe dich. Jetzt bin ich Richtung Osten. Ja, warte, ich komm. Boah, die Blumen, ne? Die machen mir irgendwie immer Schiss. Ich Ja, denke immer das so. sind auch Lebensblumen irgendwie. Die geben irgendwie Lebensenergie. Nee, das sind andere Blumen. Okay, dann sind das Die halt andere Lebensblumen, Blumen. die sehen ja nochmal anders aus. Oh, was hat's da unten? Ja, ein Da Kroko. kämpfen. Und Ein Kroko, Haufen ne, das. Krokos. Das, Alter, was ist denn hier los? Raptor, Franchi. Neujahrsparty! Ah, krass, okay. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir wollen noch ein bisschen weiterkommen heute. Also, die Ja. Stelle merken wir uns mal vor. Wer weiß, ob wir sie jemals wiederfinden werden. Ah, wisst ihr was, worauf ich nicht geachtet habe, bevor mein Dings abgestürzt ist, wie viele Minuten wir schon hatten? Ja, ich auch nicht. Ach, sehr schön. Also die heutige Folge wird dann wahrscheinlich doch. Ah, egal. Ich glaube, wir hatten 10 Minuten oder so. Und wenn es halt mehr sind, dann sind es Aber halt von hier ist mehr. auch nochmal Dann so ein gibt es eine großer Baum. gemütliche Sonntagsfolge, die ein bisschen länger ist. So, so was hast du? Hier gibt es auch. Einen riesigen Baum. Ist Ja, das? ja, Hier sind auch ja. schon diese Plattformen. Nice. Aber fängt das hier auch schon an, ja? So ein richtiger Pilzbiom. Ich habe irgendwie Schiss, dass uns irgendwas Großes gleich irgendwie aufgabelt. Aber wir müssten mal auf einer nächsten Plattform mal halten. Kratz. Ist das hier auch schon so mit den Dings ist? Aber wir sind jetzt von den toten Bäumen abgekommen. Ja, vielleicht sind ja das deine toten Bäume, du hast dich einfach nur verguckt. Ach, meinst du, dass vom Weiten die Blätter nicht angezeigt wurden? Richtig. Das ist gut möglich. Aber sieht doch echt geil aus, oder? Das ist schon Wir so. fliegen auf jeden Fall noch bis zum Ende dieser Insel. Ja, ich denke, mir wurden einfach die Blätter nicht angezeigt. Also so langsam eröffnet sich die Karte, ne, Leute? Ich meine, gut, ganz hoch im Norden und rechts im Norden und links im Norden machen wir jetzt auch noch nicht. Dann müssen wir auch mal noch. Und den Rest fliegen wir dann mit den Crystal Wyvern frei. Echt? Okay. Klar. Also, wo jetzt so ein paar Stellen fehlen, die wir jetzt noch nicht aufgedeckt haben. So. Aber ich finde es einfach, sieht hammer aus. Auch ein richtig schönes Biom hier. Auch hier. Oh, was gibt's denn hier drüben? Ist das alles Eisen? Guck mal, hier gibt es ein bisschen Eisen. Sogar wahrscheinlich sehr viel Eisen. Okay. Sind So. wahrscheinlich reiche Eisenquellen, Du aber fliegst gut. Richtung Südosten, gerade jetzt wieder Osten. Nee, ich war einfach nur so am Gucken nach unten. Achso. Oh, ja, auch mit dem Baum. Auch sehr schön. Lass uns da mal hingucken. Das interessiert mich jetzt. Ob das wirklich einfach nur der Baum ist oder. Ach, der Guck, Baum das ist aber auch schlängelt sich so. um die Berge sozusagen. Das sieht irgendwie aus, als ob der Baum diese Felsenformation hält, ne? Das ist ja echt genial. Oder auch ein Riesenbaum. Alter Schatz. Und oben in dem Baum drinnen ein Dings. Einen Spot reingeknallt. Was gibt's da Ja, komm unten? Was mal. ist das? Ein Diplo? Ich sehe dich, wie du vor mir wegfliegst. Guck mal hier oben. Würde das. Oder vielleicht auch so Pilz oben drauf. Einfach so eine kleine Hütte zu Einfach nur so den Teleporter und jedes Mal, wenn du ankommst, fällst du runter. Ja. Das klingt doch lustig. Nicht. Ja, aber irgendwie. Oder so ein bisschen. Ja, da wo der Pilz steht quasi. Hier unten, du bist ja schön abgeschottet. Könnte man machen, ne? Könnte man machen. Aber wir wollen ja jetzt ja nicht. Da hinten sind die richtigen fliegenden Berge, wo wir ja auch schon sind. Da müssen So. wir auch noch mal ein bisschen mehr erkunden. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nach. Jetzt sind wir nach Nordosten, warte mal. Ich will Südosten hier. müssen wir. Südosten müssen wir. Wieso Südosten? Na, damit wir da in die Ecke runterkommen, oder nicht? Also willst du komplett in die Ecke rein? Naja, Okay. wenn wir da oben bei den schwebenden Bergen sind. Oh, hier auch eine schöne Stelle. Also schöne Stellen hat das Spiel ja massig, ne? Wo man auch ein bisschen was sich hinbauen könnte.
Das ist echt Was ich schon ein bisschen nice. schade finde, ist, dass ich noch keine Biberdämme gesehen habe. Ja, die Die gibt's ja sind dann eigentlich noch. nur im Norden. Also im Norden hast du davon viel. Also wenn ihr Biberdämme sucht, geht gen Norden ans Grenzgebiet zum Schnee, also Schneegebiet. Und da gibt es dann halt sehr viele Biberdämme. Müsst aber auch aufpassen, ne? Je nachdem, wie eure Schwierigkeit eingestellt ist. Aber da hat es auch verdammt viele Rechse. Ah, guck mal, jetzt bist du hier am Meer. Mehr vom Meer sehen. Oh, da unten, das ist doch ein Bronto, oder? Nee, auch ein Diplo. Haufen Diplos gibt's hier. Uiuiui, 140er, Wahnsinn. Also wir fliegen auf jeden Fall die Insel mal rundherum um, oder? Ja, wie du möchtest. Ich muss mal gucken, mal Aber wir kurz haben auf es ja die Map. schon fast. Ja, wir sind jetzt hier schon fast außen am Randgebiet. Okay, Nee, das wir sind schon. heißt, jetzt noch ein bisschen runter nach Süden. Hier gibt es wieder Krokos. Ein Musst du 20er nicht und ein regenerieren? 55er. Hä? Musstest du nicht regenerieren? Wo bist du? Oh doch, scheiße. Ich flieg hier Ja, weil einfach. ich saß da, weißt du, so, du fliegst an mir vorbei und ich denke mir so, ja, okay. Oh, ich sehe gerade, der Vogel hat kaum noch was zu fressen. Willst du was abhaben? Nö, noch nicht. Kano wieder, 25er. Ansonsten gibst du ihm einfach Pilzholz. So, bin wieder Volk, weiter. Okay. So. Ich möchte ja gerne noch eine schöne Ozeanbase haben, ne? So schön auf dem Wasser, wo wir dann uns Meerestiere tamen noch. Das haben wir noch gar nicht. Außer jetzt die Krokus und so, aber das sind ja keine Megalodons und sowas. Da hätte ich auch schon richtig Bock drauf. Oder hier könnte man sich auch eine Base hinbauen. Ja. Ist auch direkt am Pilzholz und hat's da Direkt am Meer. hinten eine Schlucht. Richtung Meer, genau. Wäre auch nicht verkehrt. Ich meine, was ich jetzt nicht mit habe, so Fundamente. Oder haben wir welche mit? Mal kurz gucken. Aber guck mal, da ist, da geht's, da ist so eine einzelne Insel. Siehst du's? Vielleicht da drauf bauen? Dass man dann von Ja. der einzelnen Insel aus immer so ein bisschen rüber kann? Ich meine, das Wir Pilzholz ist boden ja schnell einfach geholt. alles weg, weißt du? Ich glaube nicht, dass du alles wegkriegst, weil das sieht es auch wieder aus mit großen Bäumen. Nee, das ist schon echt schön, echt schön. Ach, wie schön. Oh, hier könnte man sich auch eine geile Ozeanbase aufbauen, fällt mir gerade ein. Das heißt, man könnte hier einen Teleporter hinsetzen, wo man, ja, sonst. Ey, doch, das machen wir. Leute, das machen wir. Wir bauen hier quasi auf dieser Insel eine kleine Base mit fließendem Übergang in eine Ozeanbase. Oder? Ja, Quasi so oder? eins in eins. Das wäre doch echt geil. Aber was hat's denn hier an Viechern? Das müssen wir erstmal rauskriegen. Anscheinend gar nichts, weil ich kann nichts sehen. Also ich weiß nicht, bei den schwebenden Bergen, da ist halt auch, dass du da sehr, sehr tief gehen kannst, weißt du? Da wäre es vielleicht das Klügste, Was? eine Wasserbase zu machen. Ja, da könnte man ja eine Zwischenbase machen. Eine Zwischenwasserbase. Weißt du, Was so ich hier so ein bisschen, abteilmäßig. was ich hier so ein bisschen krass finde, ist, dass du im Wasser echt nicht Großes hast. Du hast halt einfach nur die Sako, also die Krokodile. Und ansonsten, wenn du mal guckst, So, wir fliegen da jetzt ist erstmal hier. hier diese Insel ein bisschen ab, um zu gucken, was hier überhaupt drauf ist. Also ich wäre schon dafür, dass wir hier auf dieser Insel auf jeden Fall. Das heißt, wir könnten unsere eigene Insel haben. So. Und wenn mich nicht alles täuscht, könnte man sogar an den Bäumen ja wieder Baumplattform dranbringen, Baumhaus. Also Schatz, ich bin von der Insel aus Richtung Westen am Ufer entlang geflogen. Ja, ich fliege jetzt kurz die Insel ab, weil ich wissen will, ob hier irgendwo. Oh, hier spawnt ja gar nichts drauf, oder? Hier ist gar nichts drauf. Kein Vieh. Kein nix. Kein gar nichts. Ja, soll ich jetzt hier den Teleporter hinsetzen oder nicht? Du haust doch mal einfach ab, lässt mich hier stumm stehen. Ja, würde ich sagen, oder? Also baue ich hier auf der Insel den Teleporter jetzt hin. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wo ich ihn hinbaue. Baue ich ihn hier unten hin oder da oben? Oh, hier spawnt gar nichts, oder? Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass hier eine Höhle ist. Wieso?
dass hier irgendwo ein Höhleneingang ist. Weil sich das gerade einmal hier so anbietet. Ich fliege noch mal ein bisschen drumherum, um zu gucken. Nee. Also ich habe jetzt keinen gefunden. Das wäre aber echt möglich hier, ne? Weil das sieht echt so aus. So Riesenberg und dann hätte man hier eigentlich einen schönen Höhleneingang machen können. Oh, das sieht so nice aus, ehrlich. Was haben wir hier? Guck mal, hier schimmert was Blaues durch. Okay. Nee, das sah nur so aus. Nee, leider noch nicht, leider noch nicht. Also ich habe noch kein. Also sollte hier ein Höheneingang sein, dann werden wir den irgendwann noch finden. Also wie gesagt, Schatzi, ich bin in Richtung Westen geflogen. Ja, du bist schon wieder am Arsch der Welt. Das ist ja nichts Neues. So, okay. Ich hoffe, dass das so bleibt, dass hier nichts spawnt. Dann setzen wir nämlich den Ja, ich denke Teleporter. mal. Dann setzen wir nämlich den Teleporter hier vorne hin. Mit Aussicht rüber auf diesen schönen, wunderbaren, großen Baum, der da hinten rausragt. So. Dann hier will mal her. Aufbau kommt später hier. So. Dadim. So, wie nennen wir das Ding? Du sollst ja nicht schon wieder Stein sammeln. Umbenennen. Was ist das? Südostenspor, ne? Ja. Süd. Ost. Huch. Das habe ich vergessen. Süd. Ost. Born. Dadim. So, Teleporter steht. So, die Frau ist Richtung Westen, hat sie gesagt. Also da, einfach da weiter. Ja, ich weiß nicht, wo bist du jetzt hin? Ich bin in Richtung, ich fliege wieder zurück, damit wir uns treffen in der Mitte. Oh, ist echt genial. Ich habe jetzt die Insel so halb aufgedeckt. Sargo 85. 145er, alter Weibchen. Ich sag doch, jetzt sehen wir endlich auch mal große Tiere, ne? Wo wir uns auch ein bisschen in Acht nehmen können. Hast du noch gar nicht erzählt, ne? Ich habe Was? es schon erzählt. Ja, wir waren ja dabei, wo du das erzählt hast. Wieso soll man das Bild erzählen? Und doch, ja, mit den Schwierigkeitsgraden habe ich auch erzählt. Na, okay. Der 90er. Hier gibt es Haufen Krokus und so, ne? Also ich glaube, hier so ein Megalodon würde sich richtig gut machen. Gleich so einen schönen Hohn von 200 oder so. Oh, guck mal da, ein Stego. Ich sammle jetzt übrigens Oh, was? Pilzholz. Sind das Raptoren? Okay, Raptoren. Ich weiß nicht, diese ganz großen Pilze, kann man die auch? Oder sind die nur Deko? Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nicht dran geschlagen. Ich mach das gleich. Du fliegst ja Richtung Osten, ne? Na, Richtung Westen. Immer Der noch meint um schon. die Ja, Insel ja, rumrum. ja. Da hinten hat es auch noch. So am Wasser entlang. Alter, wenn der Vogel kackt, Junge, das hört sich immer an. Ja, oder frisst. Ich Ja, glaube, das ist auch mal Wahnsinn. zusammenbeilen. Als ob du Ich hier denke, gerade okay. angegriffen wirst von einer Horde, was weiß ich. Das ist ja Wahnsinn, ey. Da kriegst du sogar noch mehr Pilzholz raus. Echt? Ja, die großen Pilze kannst du auch legen. Ja, ist so gut. So, mein Junge. Also irgendwer muss ja doch das Fleisch hier geklaut haben, oder? Du hattest so viel Fleisch hier drin, ne? Da waren nur noch 3 Stück auf einmal da. Von 90. Frag mich, wie schnell das alle geht. Ja, dann musst du ihn mal fragen, wie schnell er frisst. Siehst du schon den weißen Stein? Was für ein weißen Stein? Da, wo ich drauf gelandet bin gerade? Ja, sag mal Koordinaten. Du hast doch links oben Koordinaten. 84, 75. Ne, 82, 75. Ah, da bist du Das aber heißt, du noch. fliegst. Nee, 82 heißt, du fliegst. Ah, da, ich sehe dich schon. Okay, alles gut. Flieg weiter. Ich bin hinter dir. Du musst sowieso wahrscheinlich bald landen, oder? Ich war eben. Ich hatte gerade Egal, gelandet. flieg weiter, ich sehe dich. Hey, du bist hinter mir? 20. Ja, ich bin hier jetzt hinter dir. Hier habe ich nämlich Holz gefarmt, da wo du Tech. warst. Oh! Schatz, ein Tech-Raptor. 174er Level. Ja. Wo ist der? Hier unten unter dir. Direkt unter dir. Ich könnte ihn festsetzen mit einer Bola. Den möchte ich mitnehmen. Boah, der hat 2K Tapor.
Das ist nicht viel. Kopftreffer. Okay, Warte. wollen wir? Ja, warte, ich muss erst mal gucken. Ich will den festsetzen mit einer Bola. Mal erst mal gucken, weil hier ist noch ein bisschen mehr. Oh, scheiße. Ist auf jeden Fall alleine. Ah, gleich zettelt er wieder Stress an, ne? So. Ich setze den fest mit einer Bola. Und ich mach gar nichts. Na doch, Super du. Plan. Dost auf den Schießen. Oh, Schatzi, du hättest mir das ein bisschen, du hättest vielleicht ein bisschen warten sollen, bis ich vom Dings runter bin. Ja, da liegt doch schon ein Mensch. Ja, sehr nice. Warte, ich hab gutes Fleisch. Ich habe auch nichts weiter dabei. Okay, ich habe kein gutes Fleisch, Tierarzt gegessen. Ja, komm, hau rein, das geht doch eh schneller. Er braucht nur ein bisschen Fleisch, da müsst man. Alter, Leute, wie geil! So, dann nehmen wir euch auf jeden Fall noch mit, scheißegal, wie lang die Folge wird. 174er Raptor. Wahnsinn. Und der kriegt ja noch ein paar Level, das heißt, der könnte über 200 werden. Aber so ein einfaches Kibbel haben wir natürlich im Kühlschrank liegen, ne? Wahnsinn. Ja, ganz ehrlich, soll ich's holen? Was? Das Kibbel? Ja, das geht auch so schnell. Lass dir das einmal essen. Hast du Fleisch reingepackt? Nein. Na, pack doch rohes Fleisch rein. Du hast doch bestimmt Doch, deinen frisch dämlichen rein. Vogel rohes Fleisch. Menschenskinger, die Nun stellt sich um. nimm doch das rohe Fleisch aus deinem dummen Vogel. Ja, da ist ja nichts mehr drinne, du Hanjak. Da hättest du vielleicht, bevor wir los sind, nachschauen sollen. Das habe Der ich nämlich hatte gemacht. 90 drinne. Der hatte Denn dann frisst 90 das drinne. ziemlich viel. Irgendwer hat's rausgenommen. Seltsamerweise hatte meiner So. 100 drinne. Plus 86 Level. Ich kriege eine Meise. Das heißt 260, Leute. 260. Beziehungsweise 259. Ich denke mal, die Effektivität geht noch ein bisschen runter. Alter Falter. Krass. Bist du jetzt ohne Ein deinem normal, Vogel weg? oh, hör auf, ein normales Kibbel, oder? Warte. Warte. Sag ich dir gleich. Ein einfaches Kippel. Einfache, wir haben kein einfaches, wir haben normal. Ja, dann guck, ob du Normal eins für. herstellen kannst. Siehst dann in den Ofen, guckst und. Oder bring Wir haben einfach hier. rohes Filet mit. Da bräuchte man Wir zweier. haben hier Kibbel. Rohes Filet, zwei Stück. Ungewöhnliches. Welche Farbe hat das denn, was er braucht? Rohes Filet. Grün. Mit einer grünen Umrandung ist das. Ach so, okay, gut. Ist da auch Hammel? Ja, zwei Stück. Das ist besser als das andere, oder? Nein, rohes Filet und Hammelfleisch jeweils zwei Stück. Ach, diese Frau. Ich meine von der Reihenfolge her. Schatzi, wenn du noch weiter diskutierst, brauchst du nicht mehr, weil dann ist er schon durchgezähmt. Es geht ja darum, dass die Effektivität bzw. die Level steigen, umso Oh, bessere Sachen du ihm gibst. einfaches Kippel, rohes Hammelfleisch, rohes Filet. Okay. Das ist so alles, was ich wissen wollte. Dass du halt aber auch dann einfach diskutierst und nicht Oh, mir was ist einfach das? Was zuhörst. ist das? Was ist das? Ein Dimodrodon. Okay. Ja, die. Dimodrodon waren jetzt nicht so, ne? Ich meine, es ist nur ein 55er. Ehrlich, jetzt ist er bei 98. Oh, Wie plus 86 86er? Level, geil, Alter. 260er Tech Raptor, wie krass. Na, den letzten hast du ja offen hier wissen. Aua, lass das. So, aua. Das war doch überhaupt nicht. Wo hast du eigentlich das Hammelfleisch her? Tja. Erkundung. Na, Erkundung. So, wo waren jetzt diese Dimodrodon? Ich brauche ein bisschen Fleisch für meinen Vogel. Vogel, ich hab Fleisch für dich. Vogel, komm her. Oh, Vogel, jetzt hast du Fleisch. Hä? Du kannst doch das ganze Fleisch. Hast du das ganze Fleisch aus meinem Tier jetzt rausgenommen? Nee. Nein. Aber du kannst doch das ganze Fleisch aus dem Raptor nehmen. Yeah, geil. 260er Tech Raptor. Ihr wart dabei. Wie krass das doch ist. So, zeig mal her, ja. Wir müssen mal kurz alles wegpacken. Packen wir alles weg. Nehmen wir die 7 weg. Wieso portest du schon? Oh, diese Frau macht mich wahnsinnig. Nee. Nee. Gut, ihr Lieben, die Folge ist auch schon vorbei. Könnten wir uns da nicht ein bisschen absprechen? Mann. Der Vogel ist nicht mitgekommen, ne? Die Frau denkt einfach nicht nach, ne? Ja, toll, jetzt hast du meinen Vogel zurückgelassen. Was Nö, finde du hast ich? ihn zurückgelassen. Ich hab, ja, du Arsch, du! Bring mich zurück, ich will zu meinem Vogel! Ich hol, ich bleib hier beim Raptor. Alter, diese Frau, ne? Echt Wahnsinn!
Jetzt ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ich glaube, es wäre das Witzigste gewesen, wo es diesen Hype gab um Pranks, wenn ich Tivan geprankt hätte. Aha, ich komme ja Ich gleich stell dir mal rüber und vor, pränke dich. jedes Mal so eine Reaktion. Ah. Die macht einfach Sachen, ohne abzusprechen. Wisst ihr das? Und das mag ich nicht. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Ja. Und Wenn es noch eine gibt, Fräulein, wenn es noch eine gibt. ach, du wirst es schon überleben. Aha, ich armes Schwein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bye bye. Ciao, ciao.